Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Mit ChatGPT ist KI aus dem Hintergrund ins Rampenlicht getreten, weil hier eine KI als Chatbot erstmals direkt mit dem breiten Publikum kommuniziert hat. Doch in der Technologie ist die künstliche Intelligenz schon länger ein großes Hilfsmittel. So soll die KI bei der Auswertung von Satellitendaten helfen oder dabei, Wein vor Frost zu schützen. Ja, in den letzten Jahren haben Winzerinnen und Winzer sehr vermehrt Probleme mit den klimawandelbedingten Folgen von Spätfrost im Frühjahr und haben natürlich ganz, ganz starke Auswirkungen auf den Ertrag der Weinlese. Das kann man sich so vorstellen, dass die Blütezeit der Weintrauben mittlerweile aufgrund des Klimawandels sich immer weiter in Richtung Frühjahr vorverlagert. Und wenn dann in einem Jahr der Spätfrost im Frühjahr zusammenfällt mit der Blütezeit der Weintraube, dann bedeutet das im schlimmsten Fall, dass bis zu 100% der Ernte der Weintrauben ausfallen können. Die KI oder diese künstliche Intelligenz, die ihr einsetzt, ist sozusagen dafür da, dass Winzer noch früher erkennen können, dass Spätfrost kommt, um dann dagegen zu wirken? Genau, also einerseits geht es darum, wann kommt der Spätfrost, aber auch wo genau, in welchem Weinbaugebiet muss eine Maßnahme getroffen werden gegen Spätfrost. Denn wenn man jetzt zum Beispiel Niederösterreich anschaut, ist Spätfrost natürlich dann nicht überall relevant, sondern nur in vielleicht auch nur einzelnen kleineren Gebieten. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, wann und wo wird Spätfrost auftreten. Die Sensoren, die den Spätfrost eben vorhersagen, wie funktionieren die und was analysieren die genau? Ja, es sind im Zuge von dem ganzen Projekt hunderte Sensoren in den Weinbaugebieten ausgebracht worden und da wurden ganz unterschiedliche Daten gesammelt. Also vor allem auf das Mikroklima bezogen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Co., was man sich so vorstellen kann. Und all diese Daten wurden dann über einen langen Zeitraum gesammelt, also über viele Monate. Und man hat die dann aber auch in dem Machine Learning Modell verschnitten mit den Wetterdaten aus der Region. Und somit hat man ein intelligentes Frühwarnsystem daraus erarbeiten können. Doch nicht nur in der Landwirtschaft kann die KI unterstützen, sondern auch bei Wettervorhersagen und beim großen Thema Klimawandel. So wird die NASA bis 2024 250.000 Terabyte an Klimadaten ansammeln. Eine enorme Menge, die ein einzelner Mensch in seinem Leben nicht auswerten kann. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kann man aus diesen Daten allerdings sehr wohl Muster herauslesen. Was wir sehen, ist jetzt auch schon so, dass wir Satellitendaten haben, die überhaupt nicht aufgezeichnet werden, weil es problematisch, ökonomisch sinnlos ist, das überhaupt aufzuzeichnen. Und was wir an der Stelle machen, ist, dass wir KI nutzen, um diese Daten bereits auszuwerten, um daraus schon Informationen zu erhalten, die dann nach Möglichkeit auch einen kleineren Umfang haben, sodass die Essenz der Daten schon genutzt ist. Und ne, in dem Programm zwischen IBM und der NASA wird das halt genau gemacht mit einem größeren Datenset, was jetzt schon zur Verfügung steht, um Extreme, um Risiken und so weiter einschätzen zu können. Künstliche Intelligenz sei aber auch nicht die Lösung für alles. Trotzdem ist man sich einig, dass die Technologie gekommen ist, um zu bleiben. Die Bedienungen werden immer niederschwelliger und ist nicht mehr großen Unternehmen vorbehalten, sondern steht mittlerweile auch kleinen Firmen zur Verfügung. Sie werden Lösungen aufzeigen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.